Mit AI ein Video für deine Website oder auch für eine Videoanzeige kreieren, das machen wir jetzt. Hello, hello, hello. Mein Name ist Sam Steiner. Schauen wir heute das Tool InVideo.io an. Das gibt eine kostenlose Version, allerdings hat das dann Wasserzeichen drauf. Aber ich spiele das durch und du kannst für dich überlegen, wäre das etwas für deine Website, für deinen YouTube-Kanal, zum Beispiel als Trailer, das erste Video in deinem Kanal oder für eine Videoanzeige für dein Unternehmen. Und zwar, wenn man sich jetzt einloggt, kommt man direkt zu dieser Maske, wo du einen Prompt eingeben kannst, bis 25.000 Zeichen lang, also recht lang, um dein Video zu erklären. Jetzt, der coole Witz an diesem Ganzen ist, du kannst auch deine Stimme aufnehmen und ein Voice-Clone machen von deiner Stimme. Das geht recht schnell, das zeige ich dir jetzt. Und das Video wird dann in deiner Stimme daherkommen. Okay. Und du gehst dafür auf die drei Linien hier. Voices. Ich habe das schon probiert, aber ich bin nicht so zufrieden damit. Und ich werde hier jetzt also Add Voice. Und da ist die kleine Anleitung, mindestens 30 Sekunden. Viel mehr als das musst du nicht tun. Bisschen was vorlesen. Aber diesen Satz noch drin haben. I give a video AI permission to use my voice in this workspace. Das heißt, du gibst ihnen das Recht, deine Stimme zu nutzen, aber nur für deinen Workspace. Da noch pause in between sentences like you normally would, also Pausen zwischen Sätzen. Und nutze ein Mikrofon, aber ich gehe davon aus, wenn du YouTube-Videos machen willst, dann arbeitest du schon mit einem Mikrofon. Okay. Und ein bisschen auf die Akustik des Raumes noch achten. Gut, und dann kann ich jetzt ein File hochladen. Es kann ein Audio-File oder ein Video-File sein. Ich gehe jetzt also zu QuickTime, mach New Audio Recording. Achte darauf, dass das Mikrofon gewählt ist, jawohl. Und dann muss ich diesen Satz sprechen, das mache ich direkt am Anfang. Und nachher wechsle ich auf Deutsch, das ist kein Problem. Und lese irgendwas vor aus diesem ChatGPT-Prompt, den ich vorbereitet habe für das Video. Okay. Achtung, fertig, los. I give InVideo AI the permission to use my voice in this workspace. Die Online-Sichtbarkeit als Selbstständige stressfrei zu erhöhen, ist mit den richtigen Systemen und Tools möglich. Automationstools für Social Media und E-Mail-Marketing können helfen, die Reichweite zu steigern, ohne dabei die Arbeitslast zu erhöhen. Durch die Automatisierung wiederkehrender Aufgaben wie das Posten von Social-Media-Beiträgen oder das Versenden von E-Mail-Newslettern kannst du wertvolle Zeit sparen und gleichzeitig eine konsistente Online-Präsenz aufrechterhalten. Okay, das war jetzt 49 Sekunden. Ich lade das jetzt hoch, es hört sich das Ganze an. This is my voice or I have rights to it. Das ist meine Stimme. This voice sample includes the permission to clone. Jawohl, voice sample includes natural pauses and filler words. Ich weiß nicht, ziemlich sicher. This was recorded using high quality equipment. Jawohl, my sample looks good. Da wird das Ganze analysiert. Ich hätte vielleicht ein bisschen mehr lesen sollen. Es hat also Deutsch verstanden. Dann, so jetzt habe ich Voice 2, Sam's Voice 2, Save, Use. Gut, jetzt habe ich dieses Promptfeld. Ich habe meine Stimme reingeklont, ging sehr flott. Und ich kopiere einen Text, das ChatGPT für mich vorbereitet hat. Und pepp das einfach hier rein.
Das ist vielleicht zu kurz, ich weiß nicht. 3500 Zeichen bis jetzt gebraucht. Und Generate a Video. Das wird jetzt eine rechte Weile dauern. Da überspringe ich ein bisschen was, damit du schneller zum Ziel kommst. Jetzt hat es irgendwas analysiert. Ich kann jetzt wählen, die Zielgruppe selbstständige Freelancer, Kleinunternehmer. Selbstständige ist gut. Look and feel inspirational. Ja, lasse ich jetzt mal so. Plattform YouTube, das heißt breitformatiges Video. Das ist richtig für mich. Auch wenn ich es auf die Website stellen will, dann eher Breitformat. Das heißt, das anwählen. Diese beiden Formate sind Hochformate. Okay, continue. Da wird jetzt also noch einiges gerechnet, Musik gewählt und so weiter. Da würde ich auch einiges überspringen, damit du wieder schneller zum Ziel kommst. Plane aber hier ein paar Minuten Wartezeit ein. So, die erste Version dieses Videos ist bereit. Bin gespannt, ob meine Stimme einigermaßen taugt. Schauen wir also mal rein. Hey Selbstständige, ihr wisst ja, online sichtbar zu sein, ist heutzutage das A und O. Aber keine Panik, das muss nicht stressig sein. Lasst uns das Ganze entspannt angehen. Automatisierung ist dein Freund. Nutzt Social Media und E-Mail Marketing Tools, um euren Arbeitsaufwand zu reduzieren. So bleibt ihr präsent, ohne euch die Finger wund zu tippen. Planung ist alles. Mit einem Redaktionsplan und Content-Kalender. So, es hat jetzt also verschiedene Stock-Videos zusammengeschnitten und meine Stimme auf den generierten Text, meine generierte, also geklonte Stimme auf den generierten Text gepeppt, und ich kann das Ganze noch ändern, wenn ich will. Es zeigt sich, dass es ein bisschen österreichisch tönt. Und da bin ich ja nicht wirklich aus Österreich. Also würde ich jetzt hingehen und ein bisschen mehr Text rein sprechen für den Voice Clone. Also achte darauf, wirklich genug Text rein zu sprechen. Und dann sollte deine Stimme ein bisschen besser da wirklich matchen. Ich kann jetzt hingehen und Edits machen, zum Beispiel sagen, hey, make it a bit shorter, weil es jetzt 2 Minuten 17 ist, das ist ein bisschen zu lang. So, jetzt hat es gekürzt auf ein bisschen weniger als 2 Minuten. Er sagt trimmed to 119 seconds, aber das Video ist jetzt 2 Minuten 4. Mal schauen. Was ich jetzt auch tun kann, ist hier unter Edit, kann ich die Medien ändern. Also wenn irgendwas jetzt nicht so passt zur Schweiz oder zum Beispiel die Leute zu corporate-mäßig sind, Edit Script hier, da könnte ich den ganzen Script, was vorgelesen wird, jetzt ändern. Ich könnte das Ganze jetzt zum Beispiel umschreiben von ihr wisst ja auf du weißt ja. Aber das sprengt den Rahmen. Ich kann die Musik auch ändern, wenn ich will. Aber das lasse ich jetzt alles so und kann jetzt bei Download No Watermarks, weil ich einen Plus-Account habe, kein InVideo Branding, weil ich einen Plus-Account habe und volle Auflösung. Continue. Jetzt ist es tatsächlich gerendert, kurz unter 2 Minuten lang geworden. Warum da noch eine Änderung passiert ist, keine Ahnung. Wir warten, bis es hier richtig anzeigt und dann wird es auch direkt heruntergeladen. Und ich kann das verwenden in meiner Website, in YouTube oder wo auch immer. Okay, jetzt sollte ich das, wenn das fertig gerechnet ist, herunterladen können. Jawohl. Und das Ganze ist jetzt heruntergeladen auf meinem Rechner.
Ich konnte also in wenigen Minuten ein Video erstellen für eine Anzeige oder für meine Website mit meiner Stimme, ein bisschen mit Österreich-Touch, das könnte ich noch versuchen ein bisschen zu verbessern, aber in ganz wenigen Minuten ab einem Prompt, das ChatGPT mir in 2 Minuten geliefert hat. Wie cool ist das? Hast du Fragen dazu? Link zu diesem Tool unter diesem Video, Links zu anderen nützlichen Ressourcen auch. Und wenn du wissen willst, wie du AI nutzen kannst in deinen Prozessen und Automation nutzen kannst, dann schau das Video, das jetzt eingeblendet wird. Da geht's um ein Tool, das du kostenlos nutzen kannst und viele Dinge in deinem Unternehmen automatisieren kannst.